mein RTL. Willkommen im Sommer. Es ist 18.45 Uhr, hier sind die Nachrichten bei RTL und das sind unsere Themen. Suche nach Hintermännern. Bei dem Anschlag auf den Flughafen von Istanbul sterben 44 Menschen. Die Behörden machen den sogenannten Islamischen Staat für das Blutbad verantwortlich. Unterwegs mit dem Einsatzkommando. Die Zahl der Einbrüche bei uns steigt dramatisch. Wir zeigen, wie die Polizei gegen Banden und ihre Tricks vorgeht. Und im Sport Italien, wir kommen. Mit Mutproben wie von Turmspringer Mats Hummels und Kunstschüssen vom Bundestrainer macht sich die Nationalmannschaft bereit für den Angstgegner. Guten Abend, herzlich willkommen bei RTL Aktuell, Sportmanns in der Sendung, auch heute mit Ulrike von der Gröben. Guten Abend. Der Anschlag auf den internationalen Flughafen Atatürk in Istanbul hat nach letzten Angaben der Behörden mindestens 44 Menschen das Leben gekostet. Fast 200